Mit Thanksgiving und dem Black Friday hat hier in Ohio bei mir zu Hause der Run auf Weihnachten begonnen. Die ersten Häuser sind geschmückt und überall blinken die Gebäude wie UFOs. Und die Menschen bereiten sich gerade an Thanksgiving auf das Familientreffen vor. Denn die Familie ist an diesem Tag der Mittelpunkt. Am Black Friday hat man meistens dann frei nach Thanksgiving und da wird eingekauft. Mit vielen Rabatten wird gelockt in Ohio und manchmal hat man echt ein Schnäppchen. Die Tradition gerade in Ohio oder da, wo ich zu Hause bin, in der Nähe von vielen Amish-People, wurde hier erhalten. Kein Kommerz, sondern Weihnachten fast, wie ich es auch in Deutschland immer wieder erlebt habe. Weihnachten hier in Ohio unterscheidet sich total von den Großstädten, wo es einfach nur Kommerz ist. Die Parade am Black Friday ist der Höhepunkt hier bei mir in der Nähe in Berlin, Ohio. Mit der Parade wird den Amerikanern auch hier in Ohio näher gebracht, um was es geht, nämlich um Weihnachten. Weihnachten, Santa Claus, Christkind. Selbst die Kleinsten, die hier bei der Parade mitmarschieren, wissen dann schon, dass auch sie die Tradition miterhalten. Dass Weihnachten nicht nur Kommerz und Geschenke sind, sondern dass Weihnachten auch seine eigene Geschichte hat, hier in Amerika. So ist auch der Santa Claus ersatzweise für die Amerikaner das Christkind. Und das kommt in Amerika einen Tag später wie in Europa. Die Bescherung erledigt der Santa Claus und stopft alles durchs Kamin, was auch Platz hat. Und die leuchtenden Augen und die Freude der Kinder und auch Erwachsenen ist genau das gleiche wie Weihnachten in Europa.